So, wir sind wieder hier zurück bei Portal und die Frage ist immer noch, wie wir jetzt hier weiterkommen. Mal schauen, das geht auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, Scheiße. Das war wohl nichts, aber in mir. Bahn irgendwie gerade darüber kriegen würden. Können wir auf dem Ding laufen? Wir können tatsächlich an dem Ding laufen. Oder wir können dem entlang, können wir dem Ding auch. Können wir dem echt? Nee, geht nicht. Ja, das ist echt eine komische Sache jetzt hier. Der Würfel liegt bei denen, ne, wie wir schon wissen. Jetzt müssen wir da irgendwie, dass wir so rüberkommen und das mal ein bisschen regeln. Aber die Frage ist, wie machen wir das jetzt am besten? Müssen wir mal ein bisschen immer überlegen hier. Hier strahlt ja einer hin. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich will das da eigentlich gar nicht mehr haben jetzt. Aha, die machen dann so einen Schlafmodus und dann sind sie sozusagen ruhig. Warten wir mal, bis sie nochmal ihren Schlafmodus anmachen. Das ist jetzt. Ja, so, jetzt sind wir hier oben. Das hat uns jetzt gestoppt. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die schießen hier schon nicht hoch, oder? Ach, Quatsch. So, jetzt sind sie erstmal weg. Ah, das war's wohl. So, jetzt haben wir sie erledigt. Jetzt machen wir das hier drauf. Nein. Wir könnten uns eigentlich theoretisch. Ja, jetzt machen wir das uns nochmal weg. Machen wir. Gehen wir mal dorthin. Dann kommen wir nämlich jetzt von der anderen Seite. Und dann ziehen wir uns das Viech einfach mal her. So, das war's dann wohl. So, weiter geht's. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Ha ja. Die Welt ist wirklich klein. Naja. Trotzdem schauen wir mal, was uns jetzt Spannendes erwartet. Es lädt immer noch. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Also, wer könnte das denn jetzt sein? Ach, da drin bist auch einer. Hi. Ach, der kriegt mich nicht. Hey.
weg mit euch. Das war's dann wohl. So. Ja, wenn ich mit dem hier laufe, schießen die sich ja selber ab. Oder sehe ich das falsch? Was aktiviere ich da, verdammt nochmal? Aha, die Laser. Geht er durch Glas durch? Bin ich mal gespannt, ob der durch Glas durchgeht. Der Wurf ist jetzt mal das mal drauf, dass wir uns nicht immer draufstellen müssen. Und dann testen wir das mal, ob wir den so ein bisschen lenken können. Ja, das geht tatsächlich. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ja, das war jetzt wohl nicht so schwer. Ja, was war denn das denn jetzt? Die muss auch wirklich nach jeder Runde irgendwas sagen und auch wenn es der letzte Scheiß ist, oder? Das hat die so an sich. Naja. Okay, der weiter. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Nehmen wir erstmal den Würfel da weg. Ah, okay. Gucken wir doch mal. Wie wir das jetzt wohl machen. Der muss jetzt mal weg da oben, der nervt mich gerade. Ui, da geht's wohl nicht rein. Ui, ui, so. Gehen wir mal hier weiter. Water. Wir sind hier in irgendeinem Maschinenraum. Eine Schraube. Hier oben können wir nicht sehr viel machen, sehe ich gerade. Aber wir können Löcher hier reinmachen. Vielleicht ist es doch zu was nutze. Ah, nee, jetzt geht's nicht mehr. Vielleicht mal ein bisschen. Vielleicht hier. Na, müssen wir mal gucken. Hier müssen wir hoch. So muss es auf jeden Fall sein. Du musst da drauf stehen. So. Das muss da sein. Ja, aber hier muss noch irgendwas versperren. Vielleicht kann man das da oben tatsächlich mit so einem Mülleimer machen, der da oben drin lag. Da lag ja so eine Mülltonne drin, dort oben. Wo sind wir nochmal reingegangen? Oh, jetzt habe ich es vergessen. Dort oben irgendwo, nicht wahr? Gehen wir mal weiter. Wo war das gleich nochmal? Wo war hier gleich nochmal der geheimnisvolle Eingang? Ist er jetzt weg? Wo war der geheimnisvolle Eingang, wo wir jetzt so an der Seite reingegangen sind? Hätten wir doch mal gleich was mitgenommen. Hier ist er doch. Oder nicht? Nee. Wir suchen hier die Decke ab. Suchen wir mal die Decke. Der scheint auf jeden Fall nicht mehr da zu sein, wo er mal war. Hier gehen wir jetzt rein.
dann machen wir das jetzt einfach mal so. Wir schießen hier einen Laser. Nee, nee, irgendwie so geht das nicht. Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verzweifelt. Aber machen wir es anders. Nimm halt einfach dieses Drecksding hier. Das müsste eigentlich auch funktionieren. So. Wo ist es jetzt hin? Komm her. Das geht auch, siehst du? So, das hält's auch vorerst auf. Das heißt, wir können dort drauf. Nur wie kriegen wir das da jetzt wieder weg? Nee, 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 ich hab's gecheckt. Ey, du Freund, komm mal nochmal her. Ich habe es gecheckt. Wir müssen das kurz anders machen. Hier unten rein. Dort drüber. Das Ding müssen wir mitnehmen. Komm mal her. Komm mal mit, mein Freund. Das legen wir uns hier hin. Schieß mal hier. Jetzt nehmen wir es wieder mit. Jetzt legen wir das auf dieser Seite hin. So, das hält es jetzt auf. Jetzt gehen wir hier drauf. Tralalalalalalam. Und jetzt schießen wir es wieder weg. Zack. Und jetzt fahren wir hoch. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Aha, okay. Ich bin gespannt, was das ist. Sehr gespannt. Es lädt immer so lange. Teil 4. Die Überraschung. Starten wir mal rein in den Teil 4. Ui. Ui. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Das war jetzt aber ein fieser Trick von euch. Von dir. Mein Gott. Und für die soll ich arbeiten. Ah, der da, da drüben schießt mich also ab. Komm mal her, mein Freund. Ich lenke dich ganz leicht weg. So, komm mal her. Das müsste dir doch eigentlich zurückfedern. Ach komm, scheiße. Normal müsste es doch das Laser zurücktun. Naja, wo? Gut, ging wohl nicht. Dann probieren wir es nochmal. Hoffentlich redet die TUS jetzt nicht wieder und scheiß daher. Nee, gut. Ah. Ui. Ach Gott, ach Gott. Sehe ich irgendwo so einen Würfel, den wir mitnehmen können? Dann machen wir mal hier noch eins rein. Und laufen dort jetzt einfach mal schnurschnack rüber. Hey, das ist jetzt echt komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber komisch ist es immer noch, denn es bleibt, ach, habe ich schon gesagt, komisch. Das regt mich gerade voll auf. Hier, gehen wir erstmal da drüber. So, jetzt sind wir erstmal hier. Ach, ist das süß, das Viech. Sieht mich ja gar nicht. Dalalalalalalalal. Ui.